Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Eye of the Beholder 2. Oh, jetzt habe ich einen kompletten Blödsinn gemacht. Ich möchte ja nur das Spiel starten. So, speichern wir gleich LP03. Gut. Jetzt haben wir schon Kalandra im Team. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ah, siehst du, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir auch immer auf das stellen. Nahrung erschaffen sollte ich dann auch gleich machen, weil Kalandra hat mega Hunger. Yes. So. Kopfschrauber sieht unbequem aus. Ja. Hier gibt es sonst auch nichts, glaube ich. Moment, wie ist man da wieder rausgekommen? Ah, hier war's. Würde ich aber wirklich sagen, ich gehe kurz rauf. Um wir auch den Magier zu holen, den ich geschrieben habe. Ah, so viel laufen. Und dann haben wir die Party schon mal komplett. Und wir können gleich wieder ah ja, das bekommt Kalandra noch. Schutzschild braucht sie nicht. Wenn man hierher geht, genau, kann man wiederbeleben. Sandra! Und hier ist ein ziemlich mächtiger Magier. Dunkelelfenmagier. Knochen hier. So, das Kurzschwert brauchen wir vermutlich nicht. Die Axt möchte ich zumindest wissen, was das ist. Und die werden wir uns auch zumindest da als besonders gute Seite ist mir gerade gekommen. So. Sandral muss noch die Robe halten. Okay, die ist halt nicht gerade stark. Soll er gleich einen Zauberstab behalten? Dolche. Legen wir hier hin, Steine dort. Sind sie denn eine Runde gegangen? Das können wir nämlich auch ablegen. Hier brauche ich es nämlich dann. So. Ich glaube, jetzt haben wir wieder schön zusammengeräumt. Und können mal Sandral Sprüche merken lassen.
Brennende Hände hat er. Und was wichtig ist, identifizieren. Proof identify. Da geben wir gleich alle, weil das brauchen wir immer wieder. Okay, kein Feuerball, aber Blitzstrahl kann er. Und er kann vor allem Eissturm. Und was dann cool ist, ist Kraftfeld. Kältekegel kann er auch. Und Stänzerfleisch. Also er kann wirklich viele Zauber. Ziemlich mächtig. So, mit dem Identifizieren möchte ich nämlich gleich die Axt identifizieren. Funktioniert nämlich so, alles, was er in der Hand hat, wird identifiziert. Der Bogen ist sicher nicht magisch. Wir könnten den Stab auch und schauen, ob er den Stab auch gleich mit. Ja, oh ja, das wirkt auch gleich. Okay, das ist super. Plus zwei Axt, ja. Na, die lassen wir auf jeden Fall auch da. So, ist cool. Dann können wir gleich die Stäbe identifizieren. Genau. Ich habe gern, wenn alles angeschrieben ist. Plus 5, den Stab auch noch. Und das Kurzschwert. Stab des Gewitters und plus zwei Kurzschwerts, ja. Die Rüstung werden wir als nächstes machen. Da müssen wir nochmal rasten. Dann wissen wir, was für Items wir haben. Ja, der Schild ist plus drei. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir gerne identifiziert hätten? Eigentlich nicht. Also das ist eh nur mehr die Rüstung. Plus zwei Plattenpanzer, wirklich wahr. Sehr gut. Geben wir das rauf und geben wir ihm den Stab. So, dann haben wir alles identifiziert. Und wirklich, glaube ich, Moment, machen wir doch noch was. Sprüche merken. Wir geben ihr jetzt dreimal Haste. Auch wenn Haste ziemlich lange hält, können wir gleich weiterlaufen. Beziehungsweise, vielleicht brauchen wir sie noch so, weil wir haben jetzt genug Feuerkraft mit Sandral auch noch. Schaffen wir gleich Nahrung. So. Na dann. Gehen wir wieder runter. Genau. Da haben wir das gefunden, sind da rein. Kann ich schauen, ob da auch irgendwas ist und kein Gang. Kurzer Check. Okay, da ist nichts. Zumindest nichts, das ich sehen würde. Okay, das ist jetzt einmal das gleiche. Ich wollte nur sicher gehen. Bisschen verwirrendes Gemäuer hier. Okay, hier kann man Dark Moon Key eingeben. Mache ich dann gleich. Irgendwie kommen wir vier, es wäre hier auch noch irgendwas Geheimgangmäßiges, weil jetzt hier gar nichts ist.
Aber wohl nicht. Check. Ich weiß, das muss man nicht machen, aber ich mag's gerne. So, und speichern wir gleich, damit wir nicht nochmal alles laufen müssen, falls wir ganz dumm sterben. Genau, ist der zweite Key. Nach einer Kurzbenutzung erscheint euch Kelp in einer Vision. Sehe, ihr seid im Innern von Darkmoon, Freunde. Was habt ihr entdeckt? Ihr berichtet Kelben, dass der scheinbar friedliche Tempel ein Hort des Bösen ist. Ihr erzählt von euren Kämpfen mit Skelettkriegern und anderen furchtbaren Kreaturen. Klingt, als ob sie an einem Meer rüsten. Wie ich es befürchtete. Ihr müsst euch dringend weiter umsehen, während ich die Herren von Waterdeep unterrichte. Ich werde erneut Kontakt aufnehmen, sobald es geht. Okay, machen wir mal die Tür auf. Trank der Heilung, ja, weil wir jetzt wo runter, wo wir dann nicht. Wo wir keine Heilung machen können. Dies sieht wie eine ausgerissene Tagebuchsseite aus. Die Architektur dieser Karte ist unglaublich und faszinierend. Man weiß von den Dunkelelfen und ihrer Vorliebe für Geheimgänge. Ich muss einfach diese. Ja, genau. Und wieder so ein Horn. Guckt ihr die Wände in Greengrove, die Risse deuten auf eine brüchige gestuckerte Wände hin. Moment mal. Okay. Ich glaube, ich habe den Durchgang zur versteckten Ebene, denn ich bin sehr aufgeregt, wenn nur. Das ist verbrannt und blutgedrängt dran. Wie ihr wisst, von inzwischen von meinem großartigen, wenn nicht göttlichen Intellekt erwartet, habe ich wieder etwas gefunden. Trefft mich im nördlichen Abschnitt, sodass wir beide, wer auch immer das gesagt hat. Heftige Falle. Oh. Okay, also das löst man immer wieder aus. Und gut, dass ich gespeichert habe. Ich bin ein Depp. Manchmal bin ich schon ein Depp. Aber gut, wir haben nicht so viel Sound, aber das war wirklich unnötig. So, Kelpen, wir haben es schon gesprochen. Ah, ich kann es nicht weiter drücken. Ich Gott! Genau. Aber jetzt kann ich natürlich nochmal rasten, da ich in den Feuerball, ich dachte, er wäre schon durch. Denn da unten kann man dann nicht rasten.
Ah, jetzt weiß man auch, warum die Pergamente komplett verbrannt waren, weil die Feuerbälle ihn geröstet haben. So, lieber nochmal, weil jetzt alle Buffs durch sind und los geht's. Inschrift besagt, es gibt keine Entrinnen, Entrinnen sind verloren. Verzeiht schon von starken Verwitterungen, genau. Und wenn man hier durchgeht, geht's zu, kommt nicht mehr raus. So. Räumen wir die Bude aus. Gibt's leider auch, glaube ich, eine Geheimwende. Die halten mal alles ab. Die können, glaube ich, Waffen zerstören oder hier zumindest wegnehmen. Ich würde sagen, wir gehen mal alle Gänge durch. Noch einmal alles aus hier. Fluch brechen. 4. Grabsbell. Gar nicht so schlecht, wenn sie das hat, dann. Wenn ich wieder mal einen Cursed-Item nehme. Aber, ich nur, okay, da ist der Spinnenschlüssel. Okay, dabei schrecken mich die Uses noch nicht. Sind aber auch gut gebufft. Ein Schlüssel. Dark Monkey. Ich möchte eigentlich erstmal alles rechts machen, damit ich mich nicht verwirre. Ah, hier bin ich wieder. Na. Und dadurch dreht sich irgendwie alles oder so. Es ist nicht ehrlich gesagt genau. Aber ich gehe einfach mal. Gehen wir halt einmal in die Reihen. Okay. Irgendwas weiß ich noch nicht genau. Aber dabei machen mir die Monster keine Sorgen. So, hier ist ein Abflussgitter. Vielleicht muss ich auch, vielleicht dreht sich auch irgendwas.
Also, ich will dies, sage ich nur. Ah, hier ist ein Geheimgang, eine Illusion. Auch ein Schlüssel. Ups. Komm her, Uzi. Also ein zweiter Schlüssel. Dank der Heilung. Ah, nette Falle. Bis ich drin mich so. Sandra darf man nicht sterben. Ein Schild. Problem ist, irgendwas von die Sachen sind gecursed, das also verflucht und dann kannst du es nicht mehr weggeben. Deswegen, ich würde sagen, dann tun noch nichts identifizieren, denn ich habe nichts mit Fluchbrechen, weil ich noch nicht den Zauber Mesmerizer also noch nicht gelehrt habe. So, jetzt ganz kurz, jetzt könnten wir die Tränke verwenden. Was haben wir sie denn? Kommen sie wenigstens weg. Will nur schauen, es noch irgendwas gibt darin, aber anscheinend nicht. Es zahlt sich aus, dass ich mehr Hass habe. Verklemmt. Schauen wir nochmal, ob hier nicht auch irgendwas Geheimes ist. Machen wir gleich die Tüten mal auf, würde ich sagen, wenn wir schon hier sind. Auf jeden Fall speichern. Ah, jetzt sind wir bei den Ameisen, ja. Können vergiften. Die Spuren sehen aus wie tiefe Kratzer. Warum wohl? Das sind mit Sicherheit Spuren einer machtvollen Bestie. Jupp, sind es auch. Geiles Sounds abends. Komm mal her, alle. Arzt, den nehmen wir mit. Dolche, können wir uns dann alles anschauen, ob das was ist. Oh, ein cooler. Da hat's Knochen. Stiefel, kann er gleich brauchen, mehr Knochen. Auch ein cooler Schild. So.
So, du bekommst den Schlüssel. Du nimmst einfach mal alles mit. Ah, das ist ein cooler Helm. Glaube ich, keine extra Eigenschaften, aber er sieht einfach cool aus. Ja, genau. Sehr gut, dass das so eine schwarze teerähnliche Masse hier ist. Tja, das ist eine gute Frage. Wieder ein Plattenpanzer, nehmen alles mit, wir mir alles dann anschauen. Ja. Coole Drawboots. Wir noch keine Stiefel. Auch oh, noch ein Langschwert, könnte ein Plus-Langschwert sein. Und ein weiteres Horn. So, und damit fehlt eins noch mehr eines. Es scheint einmal ein Gefäß oder Behälter gewesen zu sein. Ziemlich unheimlich hier. Da gebe ich dir allerdings recht. Nehmen alles, wie gesagt, mit. Auch wenn das meiste wahrscheinlich nur Ramsch ist. Oh, das ist sicher kein Ramsch. Hier war schon lange niemand mehr. Nope. Das glaube ich auch nicht. Bin sicher jetzt gerade im Kreis gelaufen. Weiß auch nicht, ob hier noch groß was ist, aber. Tiefe Kratzer, aber solange sie mich nicht vergiften. Ah, bin ich gar nicht gekommen. Ich Tiere. Ah, noch etwas Wichtiges, noch ein Spider-G. Die Knochen da. Passt nicht durch das Loch. Ich glaube, ich habe alles von Wert gefunden, aber sicher bin ich noch nicht. Aber es sieht so aus. Letzte Haste hebe ich mir auf noch für, wenn ich wieder nach oben gehe. Ich glaube, ich habe alles, was wert ist. Ich weiß, dass da auch irgendwo was Geheimnis gibt.
ziemlich sicher. Moment, ich glaube, ich weiß sogar wo. Ja, ich muss noch mal raus. Ah, okay. Hoho. Ich mähe da durch. Ich hätte jetzt geglaubt. Gringolf ist betäubt. Okay, wie kann man einen betäuben? Irgendwo hier war hundertprozentig noch ein Geheimgang. Bin mir ziemlich sicher. Aber ich kann mich auch täuschen. Schade, ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass hier irgendwo ein Geheimtür ist. Aber vielleicht ist die auch hier erst irgendwo. Ah, super. Hier kommen wir, glaube ich, schon mal weg. Wenn wir Glück haben. Haste, nochmal Haste, dann geben wir das. Ja, für Jahre natürlich. Sehr schön. Das ist super. Essenspakete. Noch ein Key, den wir eh brauchen. Okay, wir haben noch nicht das Portal. Hier gibt es auch nichts. Er ist nicht gleich mehr betäubt. Ich weiß nicht, ob man überall Waffen hinlegen muss oder ob Knochen auch reichen. What the fuck? Kann jetzt auch sein, dass hier der Geheimgang ist.
Ja, siehste, es ist auf jeden Fall ein Geheimgang. Aber das sind doch mehr. Also von hier, Sachs, ja. Hier ist ein. Was ist das? Ah, okay. Na, das war noch nicht das, was ich gemeint habe, aber sehr gut. Komme ich schon an dich jetzt über den Tag. Okay. Aber hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen Geheimgang. Hundertprozentig. Also entweder hier oder im nächsten. Irgendwo. Da, ich wusste es ja. Oder ist es auch wieder? Nein. Das ist dann. Das gibt's ja nicht. Jedes Mal, wenn ich sage, ich habe ihn. Ja, hier gibt's es auf jeden Fall. Dann schauen wir da auch noch weiter. Gibt's denn da eventuell? Hier. Magische Axt. Glas. Es ist auch nicht das. Noch immer nicht der Raum. Aber die Glas 4 brauchen wir. Ein Spider Key. Super, den Stone Chain. Damit hat man das auch schon mal. Ups. Das ist das, was ich gesucht habe. Genau, mit den extra Pfeilen. Noch ein Bogen. Mal schauen, ob der magisch ist. Ich glaube, dass das für Ember gedacht. Oh, Umhang Mondschatten. 9, 7. Jeden Fall nice, so lassen wir gleich das liegen. Dank der Heilung. Extra Heilung. Mehr Pfeile. Damit haben wir alle Dark Monkeys. Sphären brauchen wir ganz am Schluss. Ja, man kann sie auch so als Feuerbälle verwenden. Ich glaube, das war's jetzt. Jetzt könnte ich auch schon mal kurz rausgehen. Wegteleporten. Oh. Ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr. Und hier ist das letzte Horn. Und noch ein Drakenki. Und hier haben wir auch noch das Feuerball. Haben's beide, aber er hat's nicht. So geben wir es ihm. Schockgriff. Okay. Hat's er vielleicht noch nicht? Dann brauchen wir eigentlich. Hier ist weg und links dann weg. Magie entdecken. Und Tote erwecken wieder eines. Schauen wir, ob die irgendwo noch.
Wilhelme. Wenn Sachen sind. Zumindest sieht es nicht so aus. Magischer Dolch, magisches Langschwert und ein magisches Mace. Ich werde aber wirklich nicht raufporten. Hat der gerade mein +5 Langschwert? Der hat gerade mein +5 Langschwert getötet. Ich pack es nicht. Er hat mein +5 Langschwert gefressen. Unglaublich. Ich glaube, ich kann das Spiel neu starten. Bin ich gerade wirklich am Überlegen, ob ich noch mal lade. Weil wir halt nicht wirklich gespeichert haben. Ich bin gerade komplett geflasht von der Aktion. Der gerade meine beste Waffe killt. Ich hätte jetzt alles ausgeräumt. Das blöde Teil. Bin gerade geschockt. Aber ich glaube, wir lassen es so, wie es ist. Ist ja egal, weil es gibt immer noch gute Gegenstände. Und es wird zwar nie dein +5 Langschwert gehen, das kann ich dir sagen. Es gibt es in keinem Knife of the Beholder mehr. Aber +4 gibt es dann auch das Sword of Talon dann später hier. Dann können wir das tauschen und der Kalandra anders geben. Verbessertes Identifizieren. Supi. Noch so ein Key. Boah, ich war jetzt gerade wirklich geschockt, muss ich zugeben. Ich nehme es jetzt einfach so hin. Denn ich möchte das Ganze jetzt nicht nochmal machen. Neu identifizieren, verschwinden brauchen wir eigentlich doch nicht. So, dann. Und beim Sandral, das soll Lightning Bolt behalten. Rasten wir mal.
Dann können wir jetzt ordentlich identifizieren anfangen. Ich weiß, es ist jetzt schon 45 Minuten die Episode. Aber wir werden noch kurz das Ganze identifizieren hier. Und dann die Episode beenden. Fangen wir mal mit den Langschwertern an. Plus 1 Langschwert, minus 2 Verfluchtes. Okay. Plus 1 geben wir hier mal. Die 2 Dolche. Plus 2 Dolch. Verfluchte Waffe. Nutze Waage und verflucht. Ups. Genau, normal Wurf, der einfach cool aussieht. Plus ein Schild. Sind hier normale Helme. Mondschatten zu plus 3 Umhang. Schatten. Und das ist nur ein billiges Kettenhemd. Der Helm hat sicher auch keine speziellen Dinge, aber wir können es probieren. Plattenpanzer. Normaler Plattenpanzer. Und normaler Helm. Den Bogen und die Braces. Ein Bogen. Was ist das? Auch noch ein Bogen. Braucht man eigentlich nur einen. Plus 5 Armschienen des Schutzes. Kinder. Minus 9. So. Das ist natürlich krass. Also der ist jetzt Alrik praktisch untreffbar. Gut, da müssen wir mal rasten. Immer noch geschockt, dass genau mein plus 5 Schwert weg ist. So. Die Dolche habe ich eh. Jetzt kann ich ihm das da geben. Das Maze. Ups. Richtig auf jeden Fall. Das haben wir eh. Die Axt haben wir. Nein, aber ich will für das Langschwert. Okay, das wieder. Schon wieder was Verfluchtes und noch was Verfluchtes. Die Axt. Die Robe. Plus 1 Robe, okay, bringen wir plus 5. Mehr Proben brauche ich nicht. Also ich hole mir das dann eh alles noch, aber ich sag's noch. Und die Axt ist auch noch normal.
Dann stecken. Langschwert. Dann Schien. Plus 1 Schien. Und wieder. Ist noch der Stecken von Interesse. Sein Stab. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Gut, dann nehmen wir wieder alles. Das werden wir alles ablegen unten dann. So, jetzt rasten wir auf jeden Fall nochmal und dann beenden wir diese Session und in der nächsten haben wir das schon geschafft, das ist schon ordentlich was weitergegangen. Aber, wie gesagt, das sehen wir in der nächsten Session und mein plus 5 Schwert. So bitter. Aber jetzt ist es weg. Wie dem auch sei, wünsche euch was. Ah ja, doch noch ein kurzer Abschluss. Gut, dass ich das plus 3 Schwert, das unten noch liegt beim Resurrection Temple, dass ich das vom 1 mitgenommen habe. Zumindest habe ich da schon plus 3 Schwert, bis ich das plus 4 Talon Schwert bekomme. Aber gut, bis dahin, ich wünsche euch was, euer Knubs und bye bye.